Holland. So, an was denkt man da eigentlich? An zweite Plätze bei der Fußball-WM oder an Königin Beatrix oder an Käse? Und naja, jetzt ist es ja so, dass Beatrix morgen sozusagen das Zepter an ihren Sohn übergibt. Und vielleicht gibt es bei dem Königsmahl ja dann auch Käse. Wobei es da auch nicht immer nur der Gouda sein muss. Es gibt nämlich in Holland auch den Boerenkaas. Das ist ein leckerer Käse, der nach traditioneller alter Handwerkskunst hergestellt wird. Auf den ersten Blick sieht er aus wie normaler Gouda. Doch der Boerenkaas, deutsch Bauernkäse, wird nicht industriell produziert. Gerhard Meyer stellt ihn traditionell von Hand her. Der Geschmack ist viel kräftiger und voller. Und das kommt, dass ich die ganze Prozess in eigener Hand habe und dass ich die perfekte Käse-Geschmack bekomme. Vor fast 30 Jahren hat Gerhard Meyer die Käserei von seinem älteren Bruder übernommen. Doch erst 2007 wurde der hochwertige Bauernkäse EU-weit als traditionelle Spezialität geschützt. Um als traditioneller Boerenkaas anerkannt zu werden, muss mindestens die Hälfte der Milch von den hofeigenen Kühen stammen. Und für den Geschmack der Milch ist entscheidend, was die Kühe fressen. Es ist natürlich Gras sind und Mais und auch Mineralen und Leinsaat. Und das ist sehr gut für den Geschmack. Die Käse ist sehr wichtig. Und es ist gut. Noch ist das Gras nicht stark genug, sonst wären die Kühe längst draußen auf der Weide. Das frische Gras und der Klee machen den Käse cremiger und kräftiger, auch in der Farbe. Gerhard Meyer kauft keine fremde Milch dazu, sondern verarbeitet nur die hofeigene Milch. So kann er alle Faktoren des Käseherstellens selber steuern. Industriekäse wird größtenteils aus pasteurisierter Milch gemacht. Für Boerenkaas darf nur Rohmilch verwendet werden. Die hat von Natur aus einen würzigeren Eigengeschmack. Auch die Dosierung und Auswahl der anderen Zutaten beeinflusst die Qualität. Das ist die Lab von einem Kalb und kommt von der Mage von einem jungen Kalb. Und das ist besser für den Geschmack, weil der pflanzliche Lab gibt ab später, wenn die Käse älter ist, mehr bitter. Das Lab bewirkt, dass die Milch dick wird. Das dauert ungefähr eine halbe Stunde. Genug Zeit, um bei seiner Mutter im hofeigenen Laden vorbeizuschauen. Hey, hier ist die Käse. Ja, lecker. Ja, Jungbelege. Ja, Jungbelege, ja. Sie ist schon 88 und arbeitet immer noch mit. Nicht nur wegen des direkten Kontakts zu seinen Kunden ist für Gerhard Meyer der Laden wichtig. Hier wird auch der meiste Käse verkauft. Über die Großhändler bekommt er weit weniger Geld. Da kann man gut von leben, aber es ist viel Arbeit, auch vielfach auf Sonntag. Aber ja, es ist schöne Arbeit. Dass er seine Arbeit gut macht, sieht man an den vielen Auszeichnungen. Gerade wurde sein Käse zum leckersten Bauernkäse in den Niederlanden gekürt, zum Boerenkaas cum laude. Mit seinem Käse hat sich der 47-Jährige an die Spitze der 300 Bauernkäsereien im Land gesetzt, die wie er noch alles von Hand machen. Und nur dann kann man experimentieren. Dieses Mal mit Paprika, Zwiebeln, Knoblauch und Meerrettich. Für Krönungskäse in der Nationalfarbe. Das ist eine Spezialkreation. Mit den Oranienfarbe und ja, das ist ein bisschen die Krönung der Willem Alexander und das ist die richtige Farbe. Und für ihn richtige Schwerstarbeit, denn ein Käse dieser Größe wiegt bis zu 16 Kilo. Deshalb kann sich der Bauernkäse mengenmäßig sicher nicht gegen den industriell gefertigten Gouda durchsetzen. Aber die Nachfrage nach selbstgemachten Produkten steigt. Nach dem Pressen lagert hier auch bald der Krönungskäse, neben jungem, mittelaltem und altem Boerenkaas. 30 verschiedene Sorten verkauft Familie Meyer inzwischen in ihrem Laden. Die Käse mit Kräutern und Gewürzen sind besonders gefragt. Im Vergleich zum industriellen Käse ist der Boerenkaas im Schnitt 3 Euro teurer. Trotzdem kommen die Kunden aus dem Dorf hier einkaufen. Die Käse hier schmeckt viel besser als im Supermarkt. Das, ja, darum, ja. Das lockt auch den Käsemeister immer wieder in den Laden. Denn trotz der vielen Arbeit ist seine Leidenschaft für Boerenkaas noch groß.
Immer habe ich Käse auf meinem Brot. Und mit einem Wein in die Abend ist die ältere Käse, wie diese, oder die alte. Herrlich.